Passionspodcast mit Familie Schulte. Ja, hallo, herzlich willkommen. Jetzt ist es soweit. Heute ist Aschermittwoch. Heute beginnt die lang ersehnte Fastenzeit. Wir freuen uns schon. Wir haben uns die ganzen Tage drauf gefreut. In dieser Vorfreude haben wir nochmal richtig gefeiert und das Leben genossen. Und jetzt kommt der bittere Ernst des Lebens. Jetzt weicht alle Freude und die Traurigkeit kommt über uns. Nein, natürlich nicht. Aber etwas ändert sich heute am Aschermittwoch, denn das Motto des Aschermittwochs lautet: Kehrt um. Kehrt um, sagt Jesus, kehrt um, sagt auch Johannes der Täufer. Und was ist damit gemeint? Mama. Mit umkehren im Griechischen bedeutet Umkehr Metanoia. Und Metanoia heißt einen neuen Denksinn annehmen, ein neues Denken, die Welt anders wahrnehmen, etwas ändern im Leben. Und dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Dazu brauchen wir seinen Geist und deshalb sind wir auch hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich lese aus der Bergpredigt Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute sehen, dass sie fasten. Amen. Das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht. Tu das, damit niemand bemerkt, dass du fastest, außer deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Amen. Also, Jesus sagt ganz deutlich, worum es geht beim Fasten.
Es geht eben jetzt nicht darum, sich selber zu kasteien und dabei zu leiden und ein graues und aschfahles Gesicht zu kriegen, dass die Leute sehen, wie sehr wir leiden. Darum geht es überhaupt nicht. Ihr habt es gehört, es geht gar nicht in dem Fall um die anderen Leute, dass die bewundern, was ich alles Tolles mache, sondern es geht um meine Beziehung zu meinem Vater. Er kennt mein Herz. Er weiß um meine guten und auch um meine schlechten Seiten, um meine Nöte, um meine Sorgen und Ängste. Er weiß alles schon. Aber wir wissen noch so wenig über uns selber und auch von Gott. Und deswegen ist die Fastenzeit, die Passionszeit in erster Linie dazu da, dass wir die Beziehung zu Gott stärken, dass wir sie intensivieren. Und da ist eben dieses Fasten, das Verzichten, das ist was ganz Individuelles. Da muss jeder selber reinspüren, was in meinem Leben hindert mich, eine Liebesbeziehung mit Gott zu haben? Was stört mich dabei? Was lenkt mich ab? Was hält mich gefangen? Woran muss ich die ganze Zeit denken? Was kann ich nicht lassen? Worauf kann ich nicht verzichten? Film gucken und Süßigkeiten. Die halten mich immer davon ab. Dann denke ich immer daran. So. Ja, sehr gut, dass du das schon erkannt hast, Joas. Genau. Also wenn wir immer an irgendwelche Filme denken oder an Süßigkeiten, wenn uns das richtig gefangen hält, dass wir gar nicht mehr an Jesus denken können oder an Gott und daran, was er für uns getan hat und was er uns für eine wahre Freude schenkt, für eine ewige Freude schenkt, dann sind wir ein bisschen in einer Schieflage und dann werden wir vielleicht traurig, wir werden krank oder aggressiv oder was auch immer. Und sich darüber Gedanken zu machen, darum geht's. Also, das Thema Verzichten ist nichts, was uns jetzt traurig macht, im Sinne, oh, jetzt muss ich auf das verzichten. Nein, du musst gar nichts, aber du kannst, du darfst. Und dann gibt dir das Freude. Das Motto heißt Freude durch Verzicht. Die Freude kommt nämlich daher, dass ich merke, wenn ich auf etwas verzichte, was ich meine zu brauchen, und feststelle, ich brauche es ja gar nicht zum Überleben, dann erfüllt mich das mit Freude. Ich brauche keinen Kaffee, keinen Alkohol, was auch immer. Nicht die Filme auf YouTube, sonst was. Das brauche ich alles gar nicht. Und wenn ich diese Freude spüre, Freude erfüllt mich eben immer auch mit Kraft, mit Antriebskraft. Und das ist gerade in dieser jetzigen Zeit so, viele Leute hängen in den Seilen, die haben keine Antriebskraft mehr, die können nicht mehr, weil von außen diese Bedrückungen da sind, alles wird immer enger. Und deswegen ist umso wichtiger, dass von innen diese Kraft kommt, dass innen die Quelle aufbricht, dass Gottes Geist von innen uns aufrichten und kräftigen und stärken kann. Darum geht's. Und dem wollen wir Raum schaffen. Wir wollen dem natürlich immer Raum schaffen, aber die Fastenzeit soll einfach die Initialzündung sein, dass wir uns wieder ausrichten, dass wir umkehren, dass wir die Metanoia anwenden auf unseren Geist, sagen, aha, darum geht's ja. Ach, darum geht's im Leben. Es geht gar nicht um viel Geld verdienen. Es geht gar nicht darum, viele Facebook-Freunde oder was auch immer zu haben. Es geht darum, die Beziehung mit dem Vater im Himmel zu intensivieren, sie zu pflegen. Das ist die einzige Beziehung, die ein Leben lang hält und über dein Leben noch hinaus. Beziehung zum Vater durch Jesus Christus. Das ist das, worum es geht. Ja, und jetzt kommt die Praxis. Denn es ist ja schön und gut, darüber zu reden. Ich will fasten und da und überhaupt. Und morgen habe ich schon wieder alles vergessen. Nein, jetzt kriegt jeder was Handfestes, nämlich einen Fastenpass. Der Fastenpass hat 4 Seiten. Vorne steht mein Fastenpass, Freude durch Verzicht. Und da ist eine junge Dame, die hüpft richtig in die Luft, weil die so viel Freude hat. Und dann schreibt man seinen Namen drauf und die Fastenzeit geht von bis. Also in dem Fall vom Mittwoch 17.02. bis Sonntag 4.04.21. Da ist Ostersonntag. Ich verteile jetzt mal die Fastenpässe. Kann jeder einen kriegen? Genau, ich erkläre es jetzt gleich. Gibst der Mama auch einen? Josef, magst du auch einen haben? So. Dann jeder einen Stift und ihr braucht auf jeden Fall dann auch eine Unterlage, dass ihr schreiben könnt. Also, genau, erstmal noch zuhören, bevor ihr loslegt. Vorne könnt ihr gleich den Namen schreiben, die Fastenzeit, von wann bis wann sie geht. Und jetzt, wenn ihr es aufschlagt, das könnt ihr jetzt mal machen, nur mal gucken. Da habt ihr 2 Seiten vor Augen. Eine Seite heißt Freude, die andere Seite heißt Verzicht. Und hier steht, darauf freue ich mich in der Fastenzeit. Das habe ich mir heute Morgen auch schon mal überlegt, worauf freue ich mich eigentlich. Und ich habe gemerkt, ich freue mich auf den Passionspodcast.
dass wir das machen können, dass wir einfach täglich oder in was auch immer für Abständen etwas aufnehmen können und Gottes Wort in unserem Leben mehr Raum bekommt. Ich freue mich aber auch darauf, mehr Sport zu treiben, gesünder zu essen, mehr zu lesen zum Beispiel. Und dann kommt die Verzichtseite. Darauf möchte ich verzichten. Und die ist höchst individuell. Da muss jeder selber nachdenken, was würde mir jetzt mal gut tun, zu lassen, zu verzichten. Da habe ich aufgeschrieben, ich verzichte mal auf Alkohol, Kaffee und so weiter. Und aber auch, ich möchte darauf verzichten, unfreundlich zu sein oder rechthaberisch zu sein. Also es geht nicht nur darum, auf materielle Dinge zu verzichten. Es ist eigentlich viel wichtiger, sich vorzunehmen, auf immaterielle, auf geistliche Dinge, die anderen und mir selber Schaden zufügen, zu verzichten. Und dann kann man entsprechend seines Glaubens eintragen, glaube ich, ich schaffe das die ganze Zeit, dann mache ich ein Kreuz bei ganze Zeit. Und wenn ich es denke, ich schaffe es nur die erste Woche, mache ich ein Kreuz da. Oder zweite, dritte Woche. Man kann das auch sagen, ich probiere es mal die erste Woche und wenn ich das schaffe und noch Glauben habe, dann probiere ich es noch in der zweiten, dritten. Und dann sind die 7,5 Wochen ganz schnell rum. Und dann, wenn ihr nochmal die Rückseite euch anguckt, auch da geht es darum, Erkenntnisse, die ich in der Fastenzeit gesammelt habe. Also es geht ja darum, dass Gottes Geist in uns wirkt, dass seine Stimme in unserem Leben erklingt, dass wir sie hören. Und diese Erkenntnisse, die sind auch eben höchst individuell, die kann ich da notieren. Erkenntnisse, die ich in der Fastenzeit gesammelt habe. Und dann kann es ja gut sein, die Fastenzeit endet mit Ostern, aber vielleicht möchte ich ja etwas beibehalten, auch nach der Fastenzeit. Und dann kann ich das aufschreiben. Das möchte ich nach der Fastenzeit beibehalten. Zum Beispiel, ich merke, es hat mir gut getan, joggen zu gehen oder zu spazieren. Dann sage ich, das will ich auch nach der Fastenzeit weiter tun. Spazieren, joggen. Nur als Beispiel. Also, jetzt haben wir eine kleine Zeit. Jeder kann jetzt mal seinen Fastenpass ausfüllen. Also ich hoffe, ihr habt euch was überlegt und das muss auch jetzt nicht vollständig ausgefüllt sein. Ihr könnt euch diesen Fastenpass immer mal wieder angucken und man kann auch nachträglich noch Dinge eintragen oder ergänzen, wenn einem ja, neue Ideen kommen. Und ja, für alle, die keinen Fastenpass haben, die können sich das einfach so überlegen. Was könnte ich verzichten
sind ja oft diese Gewohnheiten, dass wir gar nicht mehr bewusst die Dinge tun, sondern sie gehören einfach zu unserem Leben, aber sie sind vielleicht gar nicht so gesund. Darüber mal nachzudenken, ist sehr heilsam und auch dazu dient eben die Fastenzeit. Jetzt habe ich noch einen Bibeltext mitgebracht aus dem 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, die Verse 2 bis 11. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Also ich finde diesen Text ganz zentral, weil er uns nochmal darauf aufmerksam macht, dass das überhaupt nicht unser Verdienst ist. Dass es jetzt nicht darum geht, dass wir in Eigenkraft jetzt uns anstrengen und uns überwinden, sondern dass uns diese göttliche Kraft geschenkt werden muss, dies alles zu tun. Alles vollbringen und alles erkennen, alles tun und auch alles lassen, es muss uns geschenkt werden von Gott. Und deswegen darf und sollte unsere erste Bitte sein, Gott, schenk uns deinen Heiligen Geist, der lebendig macht, dass wir leben. Und zwar, so wie es hier auch geschrieben steht, nach der göttlichen Natur. Gottes Natur ist eben die Ewigkeit, es ist die Liebe, es ist die Unvergänglichkeit. Aber wenn wir in dieser Welt festhängen und nur danach trachten, was die Welt liebt, Macht und Reichtum und Schönheit, dann hängen wir an der Vergänglichkeit, dann hängen wir an den Begierden und dann haben wir eben keinen Anteil, oder wie Petrus es schreibt, dann sind wir blind und tappen im Dunkeln und dann haben wir vergessen, dass wir eigentlich rein geworden sind von unseren früheren Sünden. Also merken wir, die Passionszeit dient eben auch daran, dass wir uns erinnern, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes, wir sind neu gemacht, wir sind reingewaschen von unseren Sünden. Amen. Und wie gesagt, die Fastenzeit muss keine traurige Zeit sein, aber wenn wir uns vorstellen, was Jesus für uns durchlebt und durchlitten hat und das auch an unser Herz lassen, diese Leidensgeschichte, diese Passionsgeschichte, was der Sohn Gottes ertragen hat für Schmähungen, Folter, Leid und Tod, um uns frei zu machen, das erfüllt uns mit Ehrfurcht oder mich zumindest. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt dieses Passionslied singen aus dem neuen Gesangbuch Anhang. Das ist die Nummer 164. In einer fernen Zeit. Thank you.
Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass heute Aschermittwoch ist, dass die Passionszeit beginnt. Und ich danke dir, dass du den Leidensweg für uns schon gegangen bist, dass du vorangegangen bist und dass wir dir nachfolgen können, dass der Weg schon geebnet ist. Schenk uns Kraft, schenk uns Erkenntnis, schenk uns Mut, Herr, über uns selbst. Auch darüber, ja, was uns schwer ist im Leben, was uns Not macht in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Schenk uns da Erkenntnis, dass wir auch ja, den ersten Schritt auf andere zugehen können. Ja. Dass wir in diese Welt hineinwirken können als Licht und Salz, Herr. Nimm alles von uns, was uns niederziehen möchte, was uns niederdrücken möchte. Herr, wir danken dir für deine große Liebe. Und wir loben und preisen dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Hallo. Ja, ich danke dir auch für diese kostbare Zeit, die jetzt vor uns liegt, Herr. Eine ganz besondere Zeit. Stärke unseren Sinn dafür, Herr, unseren Leib auch, dass wir einfach näher in dein Wort hineinfinden können, Herr. Stärke uns auch bei unserem Gang zu unserem ganz persönlichen Kreuz, Herr, wo wir auch uns überwinden dürfen, wo wir etwas hinter uns lassen dürfen. Ja, dass wir auch einfach in dieser Zeit neu gemacht werden, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, deiner Kraft, deiner Weisheit, Herr, deiner Besonnenheit, all diesen Eigenschaften, Herr, die du verkörperst, dass wir Anteil daran bekommen, um auch unser Leben neu auszurichten. Na. Danke, Herr, für ja, alle Menschen, die auch sich anschließen wollen, sich auch davon erfüllen lassen wollen, Herr, dass jetzt eine neue Zeit, eine besondere Zeit anbricht, ja, dass sie auch näher zu dir rücken können. Ja, ich danke dir. Amen. 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 Lieber Herr, vielen Dank, dass die Passionszeit jetzt anfängt und wir wieder näher zu dir kommen können. Und auch, dass wir mal auf die Dinge verzichten können, die uns davon abhalten, mit dir zu reden. Und mit dir noch wieder näher in Beziehung zu kommen. Sei bei mir heute den Tag über und auch sonst. Amen. Amen. Ja, Jesus, danke, ja, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und dass die Passionszeit beginnt, ja. Ja. Dass wir mit Freude in die einsteigen, ja. Dass wir nicht so auf uns selbst schauen, sondern auf dich, ja. Dafür bitte ich dich einfach. Auch für den heutigen Tag, ja. Dass du für uns sorgst, ja. Amen. Ja. Amen. Amen. Ja, so sei es. Und so segne uns. Und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet beim Passionspodcast. Passionspodcast. Passion kostbar. Passionspodcast. Passionspodcast. Passionspodcast.